Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pains of Pagonia, die Demo-Version. Natürlich erst noch. Nochmal weiter. Genau, Werkzeugschmiede. Genau, wir machen noch Axt für den Holzfäller. Genau. Das habe ich den ganzen Spielern an. Ist egal, müsste aber so eigentlich auch. Ja, geht noch einigermaßen. Kann sein, dass ich jetzt in dieser Folge ein bisschen leckt, ich habe ein bisschen Spiele noch an, habe ich ihn nicht ausgemacht, jetzt vergessen, aber läuft eigentlich soweit ich erinnere ganz gut, soweit im Moment. Noch ist man noch die Demo-Version und nicht die endgültige Early Access-Version, die kommt ja erst am 13.12., also in 2 Monaten, dann mal sehen. Vielleicht machen wir noch was an der Performance, mal sehen. Was haben wir hier überhaupt alles? Farmland, ja schön, was ist da alles? Kohl, und da, nix. Sieht aber irgendwo aus, sieht aus, wenn da irgendwas. Ah, jetzt. Ah, cool. Ja, gibt ja verschiedene Nahrung auch, die die angepflanzt hergestellt werden können. Und das, ich habe auch gelesen gehabt, es ist eine Demo-Version. Sind noch nicht alle Gebäude und alle Ressourcen drin. Also kommen noch mehr Gebäude, noch mehr Ressourcen. Ja, wird sehr viel werden, sehr viel, aber eins nach dem anderen. Was war das nochmal? Sammelt auch so wegen Flachs, genau. So, wie weit sind jetzt hier? Ah, Werkzeugschmiede ist gleich fertig. So, das ist natürlich auch das Gute, was ich gelesen und auch gesehen habe bei Pains of Pagonia mit der Werkzeugschmiede, nicht so wie bei Siedler 1. Ne, bin ich mal gleich gespannt. Wenn sie endlich mal bauen, war nur die Vorbereitung, genau, das Stück Land. Und dafür braucht man einen Holzfäller, da ist ja keiner mehr da. Brauchen wir noch eine Axt. Dann habe ich schon mal hier die Werkzeugschmiede. Sollen sie schon mal bauen? Dass wir mal eine Axt machen können. Dass wir einen neuen Holzfäller haben dafür. Das war mehr hinten, weil hinten war noch irgendwas. Genau, hier war nämlich noch Kupfer und sowas wollte ich mich gerne haben. Und vor allem Kalkstein braucht man für bestimmte Sachen. Ja, die Karte hier, die ist vorgeneriert bei der Demo-Version, ist, wie ich sage, ich hoffe, die ist nicht so die endgültige Version nachher, ne? Also sehr hügelig, sehr bergig. Ich hoffe nicht mal, dass es in der Early Access-Version zumindest nicht auch so sehr ist. Nicht so stark zumindest. Ja, schon ein bisschen sehr, sehr viel. Sehr hügelig, sehr bergig. Aber abwarten. So, wenn die da bauen, wir hatten. Ah, oh. Oh. Der Wald ist weg. Moment, das ist ein Holzfäller. Das ist ein Holzfäller. Das ist ein Holzfäller, ne? Nee, ja, ihr habt die, meine ich doch. Ach doch, 3 Holzfäller. Ah, machen wir noch einen Förster. Ich bin eigentlich noch ein Förster. Also eigentlich sind 3 Holzfäller zu viel. Das ist ein Sägewerk, genau. Machen wir das der Holzfäller hier weg. Abreißen können wir da auch, ne? Da? Abreißen. Reiß mal ab. Gucken, wie das aussieht, aber auch noch nicht gesehen. Bauen die den Stück für Stück ab, oder was? Gibt man ja die Ressourcen wieder, zumindest ein bisschen oder so, die Hälfte oder so. Instant weg. Ah, vielleicht machen wir noch was. Genau, hier haben wir ja gebaut. Genau. Wachturm, ja. Ja, genau. Was hier noch so ist. Die Grenzsteine sollten wir versetzen. Genau, ist da unten noch. Was ist denn da noch? Kohle. Das ist doch Kohle. Komm mal her, du. Wie war das denn mal hier? Genau, da. Fokuspunkt. Genau, es war. Das ist richtig genial. Das ist richtig genial. Bis dahin kann der Wachturm wohl gehen. Das ist so gut. Schon mal gut zu wissen. Wie auch ungefähr so die der Umkreis ist, der einzelnen Gebäude, ist auch wichtig zu wissen. Ja, Nahrung muss jetzt auch nach und nach kommen. Weil wird ja hier angepflanzt, ne? Gemüsefarm haben wir und das andere haben wir doch auch. Leo, warte mal hier, genau da, ne? Genau, Getreide. Ach, Getreidefarm ist das. Holzwerkstatt, einfach die Holzzahnräder, genau. Die haben wir auch mal gebraucht für irgendwas. Ja, genau. Ja, sind viele, viele neue Gebäude.
Ja, dass man durchblicken. Militärakademie. Ergibt so noch keine. Also Soldaten kann man nicht machen, angreifen kann man nicht, handeln. Mit anderen Völkern oder so, oder andere Stämme geben, geht nicht. So, ist natürlich hier sehr, sehr schön. Hier kann man genau einstellen, wie viele man von jedem Werkzeug haben möchte. Genial. Axt, ne? Ja, Axt. Eine Axt, erstmal nur. Ja, das müssen wir erstmal warten. Personal schon da? Ne, kein Personal da. Ah, Hammer und Zange, super. Das kann ich gar nichts herstellen oder was? Mach mal Hammer und Zange. Für Mist jetzt. Auf dem Weg. Ah, auf dem Weg. Machen wir mal aus. Dann ist mal nur eine Axt herstellen für den Holzfäller. Ja, es ist schon jetzt aber der andere Holzfäller abgerissen, haben, aber ist egal. Hinten haben wir noch einen Wald, können wir auch noch Holz abbauen. Kein Thema. Man könnte theoretisch auch noch ein paar Häuser knallen. Ne? Könnte man alles jetzt natürlich machen. Gucken, dass man nur die Demo so an, das Verhältnis zu den Gebäuden ist. Ne? Also, welche zusammengehören sollten, was es überhaupt so gibt, was die jeweils so machen. Da ist vor allem erstmal mir jetzt persönlich sehr wichtig zu wissen. Wie ist der? Doch, Wachtturm. Na, komm her. Da können wir gar nicht. Doch, können wir auch noch hin. Dann geht mal bis dahin. Machen wir alles hier weg. Die ganzen Grenzsteine weg. Erinnern wir uns mal so. Die haben die Bäume sind müssen so weg. Dann können wir hier keine Straße bauen. Genau. Und auch die Grenzsteine müssen hier nach versetzt werden. Muss man hier einen Weg rüber bauen können. Dass wir hier einen Steinbruch hinsetzen können für Kupfer und Limestone vor allem. Aber sehr hügelig hier, also ist nicht gerade sehr ideal, nicht sehr schön. Die Gegend ist nicht sehr schön. Man kann bestimmt auch hier oben Steinbruch hinmachen, aber extra immer rumlatschen, ist ja blöd, ist ja scheiße. Hier oben, ne, ist ja ein Stein noch im Weg. Moment hier. Holzfäller. Wir gucken, wie die genau aussehen. Steinbruch, genau. Sammelstein, Stein und Kalkstein. Versuchen wir mal da. Also, die kann ja alle einsammeln oder was? Ah, ne, nur die weißen, ne? Die roten nicht. Oder wie soll ich es verstehen? Die weißen können ja alle einsammeln, ja, ziemlich viel. Ja, machen wir mal. Noch ein. Ach, hier, Straße. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ach so, ja genau, weil so muss man doppelklicken. Das geht so um die Ecke automatisch. Das ist geil, das ist gut. Das ist natürlich sehr schön, sind immer sowas, ne? Also automatisch schon um die Ecke so ging, ist nicht sehr gut. Das ja, das gefällt mir. So eine Steinbruch da oben hinbauen, ist auch noch Steine, ne? Ja, Kohle, ach guck mal, das ist auch noch Kohle. Das ist auch noch Kohle, ne? Kohle, 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 genau. Das ist aber auch noch Kupfer. Das muss der hier Stein, ne? Ne. Haben wir gar nicht, ne? Für Kohle und sowas abbauen. Wachturm, ja, Garnison geht nicht, Kaserne geht nicht, Entdeckerposten. Mal gucken, mal gucken. Sammelhütte, Jagdhütte, Gemüsefarm, Getreidefarm, Farmland, Brunnen, Windmühle und Bäckerei. Ne, da ja auch nicht, da fehlt auch noch das Wohnhaus. Träger, die hier wohnen, werden sich fortpflanzen. Ach so. Auch noch. Proviantmacher, ja, haben wir ja auch. Marktbrunnen haben wir nicht. Auch nicht so wichtig. Marktschein kann man kann nicht handeln, wie gesagt. Taverne, Esstisch, genau. Bergbau, hier ist er doch, ne? Kupfer, sammelt schon mal Kupfer. So, der sammelt Kohle. Hier ist aber nur Kohle. Und da ist aber auch Kupfer, ein bisschen aber nur. Also auch noch Kupfer. Ah, okay. Ah, guck, wie groß ist es denn? Machen wir da mal Kupfer.
Kohle meine ich. Kupfer. Können eigentlich doch hier unten hin. Dazwischen geht nicht, dann machen wir da einen. So, noch ein Weg, bitte. So, okay. Das ist Eisen, haben wir noch gar nicht gesehen. Silber auch noch nicht gesehen. Schmelzhütte wird das dann zu Barren verarbeitet. Natürlich am besten in der Nähe der Mine, ne? Ist klar. Ist klar. So wie vorher die Eisenschmelze auch. Versiegler 1. Hier ist jetzt Eisenkohle, genau. Da war Kohle, das ist Kupfer. Da kann kein Kupferbarren, hä? Wo kommen die Kupferbarren her? Silbererz, Eisenerz, nur Erz. Das Kupfer verarbeitet. Silberbarren, ja, nee. Lederwerkstatt geht auch noch nicht. Kohle, Kupfer, Silberbarren, Kupfermünzen, Silbermünzen. Wo ist die Münzen? Ach, für den Handel, okay. Ja, wir können keine Kupferbarren herstellen, irgendwie. Gildenhaus. Werkzeugschmiede, ja. Okay, dafür braucht man auch Kupfer und Kohle. Laubholzbretter und Eisenbarren. Okay, diesmal vier Sachen. Vorher waren nur zwei. Ja, in dem Gesicht, ja, auch in Klasse 2. Eisenbarren und Laub und Bretter. Okay, Kohle und Kupfer auch noch. Kohle, okay, aber für Eisen, Feuer, ja, Eisenerz. Eisenbarren verarbeiten, also zu Eisen. Mit Kohle, aber auch Feuer. Das ist nur Kupfer neu, also jetzt sind insgesamt vier Ressourcen nötig. Vorher waren nur alle drei. Also einer mehr dazugekommen. Holzwerkstatt haben wir schon. Kohle, Kupfer, Eisenbarren, Silberbarren. Ja, zu Wert und Waffen braucht man ja nicht. Kohle, Eisenbarren brauchen wir auch nicht. Kunstschmiede. Was hat Ausrüstung mit Edelstein? Ja. Okay. Militärakademie ist klar. Abenteuergilde. Abenteuereinheiten. Haben wir auch noch nicht. Da kann man keine Kupferbarren herstellen. Okay. Schatzkammer brauchen wir nicht. Können wir ja hier nichts mit anfangen. Nee. Dann brauchen wir also Kupfer für die Münzprägerei zum Handeln. Und dann hier für Werkzeug, ne? Wo ist es wieder? Silber, Eisen. Waffen braucht man Kupfer, aber Werkzeug, genau, aber keine Kupferbarren. Ja, okay. Ja, muss entweder jetzt umstellen, ne? Ein bisschen umdenken jetzt bei POP dann. Muss man erstmal richtig reinkommen. Genau, die verarbeiten ja das jetzt zu Stein. Und die bauen die Steine hier ab. Stein, 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 so ist fein. So. Wird gebaut, wird gebaut. War fertig gebaut. Ist auch gleich fertig. Das ist schon fertig. Stein braucht Personal auf dem Weg. Also ist wohl Personal vorhanden. Ah, hat auch schon gute Arbeit gemacht hier. Da ist Limestone. Macht auch doch. Na klar, macht der Steinbruch, ne? Kalkstein. Ja, ist der Limestone. Ja, wenn du auch noch übersetzen, gehe ich mal von aus. Ich stehe auch dabei, Kalkstein. Limestone ist Englisch für Kalkstein. Aber wie gehen jetzt wirklich den ganzen Weg hier? Okay, da können sie vielleicht rüber gehen, ne? Oder wie machen sie das? Ah, bauen jetzt mal den Stein ab. Ja, bauen Stein ab. Egal. Egal. Stein. Da ist Kalkstein. Stein. Okay. Da ist Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Das war jetzt. Nee, nicht verarbeiten. Hier ist doch Kupfer. Da ist Eisen. Haben wir noch nirgendwo gesehen. Kupfertagebau.
Aber können wir nirgendwo Weg mit verbinden. Deswegen macht das noch keinen Sinn. Eisen haben wir dann nirgendwo gesehen, ne? Da ist ja auch nichts. Steine, Steine, Steine. Müssen wir da oben noch einen Wachturm hinsetzen. Genau. Ja, Patrouille können natürlich auch noch nicht gehen, weil das noch nicht implementiert ist. Drehen. Warum nicht? Ach Junge. Jetzt geht's. So, da möchte ich dich hinhaben. Genau da. So. Ach. Wo ist denn da? Ach, da ist der Weg. Ah, ich dachte schon. So. Können wir direkt. Sehr schön. Sehr schön. Ja, es wird auf alle Fälle etwas kompliziert werden. Das kann man schon voraussehen. Also da wir erstmal wieder richtig reinarbeiten, reinkommen, das dauert ein bisschen. Limestone, yeah. Yeah. Die versetzen wir die Grenzsteine. Der Holzfäller hackt das ganze Holz da weg. Ganzen Wald weg. Sieht auch schön, dass man hier direkt sagen kann, ne? Bau da alles ab. Da mitten rein. Zack. Ging auch über Siedler 1 nicht. Bei 2 glaube ich auch nicht, ne? Bei 3 weiß ich nicht, habe ich so gut wie nie gespielt, aber bei 4 ging auf alle Fälle. Bei 4 ging es. Ja, vielleicht kommen wirklich noch Fischer. Die Filme eigentlich hier noch. Anglerhütten, Fischerhütten, die Filme noch. Also ein paar Fische fangen können, wie bei Siedler 1, 2 auch, ne? Zum Beispiel. Das fand ich immer sehr, sehr gut. Schon gebaut? Jo, hatte schon Eier, klar. Ah, cool, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist da schon alles vorhanden? Ja, die arbeiten schon, sehr gut. Die arbeiten ja auch. Da ist wieder Kohle, ne? Ja, Kohle, Kohle, Kohle. Machen wir einfach noch einen Kohle... Kohletagebau. Warum so viel verschwenden, wenn es auch so geht, ne? Was ist denn da? Kalkstein, Steine, Kohle, aber kein Eisen. Ich habe noch nie, oder Eisen ist gar nicht hier vorhanden in der Demo. Kann natürlich jetzt auch sein. Weil mir so keine Ritter herstellen kann, ne? Also keine Waffen herstellen kann, kein Militär, kein Kämpfen implementiert ist in der Demo. Kann natürlich sein, dass wir das rausgenommen haben noch. Das kann natürlich sein. Eine Jägerhütte habe ich hier keine. Hier könnte man noch eine Jägerhütte machen. Nahrung, Jagdhütte. Ist das nicht hier eine? Ist eine Sammelhütte. Ah, okay. Ja, machen wir noch eine Jägerhütte. Denn das war auch auf alle Fälle in einem Teil, weil das wichtig, ich weiß nicht mehr wo genau. Da wo. Warum so ein Umweg? Naja. Wild ist natürlich nur da, wo auch Bäume sind. Also sollte man auch gewisse Wälder nicht abholzen, weil da sonst kein Wild mehr da ist, ne? Wo kein Wild ist. Ich hab noch keine Nahrung. Irgendwo war das in einem Spiel, aber das mal so gewesen. Genau, war bei Siedler Online. Genau, da war das gewesen. Genau. Genau, Siedler Online. Jetzt fällt mir wieder ein. Was haben wir da? Eisen, ist doch Eisen. Da, Eisenerz. Eisenerz, sehr schön. Wachturm. Ein bisschen weit entfernt. Da ist er doch. Wachturm. Fokuspunkt. Da geht glaube ich nicht. Ach, hab ich schon gemacht. Hab ich schon gemacht. Dauert nur ein bisschen. Ja, dauert nur ein bisschen, bis die
Aber sie gehen zumindest, man kann jetzt auch bis hier hinten machen, und die versuchen dann zumindest so weit wie möglich da zu diesem Punkt hinzugehen oder hinzusammeln halt, ne? Das habe ich schon gelesen gehabt, ja. Genau, man sieht hier online. Sollte man zum Beispiel so einen Wald hier nicht abholzen, weil da halt Wildtiere sind. Wie Rehe, hier schon sowas. Und hier sind auch überall, wo ich gerade mal so gesehen habe, auch Pilze. Können wir es hier nicht sehen. Ich dachte, das zerschmelzt sein. Genau, hier sind Pilze da. Kann natürlich auch sein, wenn man Wald abholzt, nur dass die Pilze auch verschwinden. Kann natürlich sein. Deswegen sowas immer schön stehen lassen. So, machen wir mal hier auch noch ein Lager hin. Nee, wo waren wir wieder hinten, ne? Nein, Ausrüstung bilden. Hier. Nee, Marktstand. Sah da fast genauso aus. Moment, ich hab's gleich. Na, wo ist er? Hä? Wo ist das Lager? Da ist er doch. Da, sag ich doch. Ah, noch habe ich zwei, egal. Ja, so ein bisschen, ein bisschen dran gewöhnt an die Gebäude, ne? Sieht ein bisschen, sag mal, nicht komisch, aber schon natürlich ganz anders aus. Ein bisschen farbenfroher auch, so mittelalterlicher, Fantasy-mäßig, soll auch alles so sein. Ja, muss ich ein bisschen reinfuchsen halt, ne? Ein bisschen dran gewöhnen. Das war Baustellencamp. Genau. Ja, Brunnen wird man auf alle Fälle mindestens zwei brauchen. Was soll man da machen? Wachtürme besetzen, was braucht man dafür? Mit je 10 Wachen. Wachen können in der Militärakademie rekrutiert werden. Okay. Militärakademie. Machen wir mal hier ein paar. Oh, komm. Kettenrüstung. Nee, braucht man nicht. Braucht man nicht. Soldaten braucht man nicht. Das brauchen wir nicht. Holzwerkstatt, kann man Speere herstellen. Nee, war das? War auch hier neben, ne? Hier, das genau. Machen wir wohl Speere für. Machen wir mal ein paar Speere. Holz dürfen wir genug haben. Oh, machen wir 40 Holzspeere, egal. Haben sie erstmal was zu tun. Man muss ein bisschen ausprobieren auch natürlich, ne? Ja genau, das ist ein Lager. Da ist 64 Feuerholz. Nur Feuerholz. Jagdhütte. Ja, gucken. Aber ein paar Tiere sind noch hier. Ah, egal. Wir probieren aus. Noch eine Holzfällehütte? Mit zwei Holzfällehütten hier gebaut? Aber bald kommt der Bär. Die habe ich abgerissen. Genau. Die habe ich abgerissen. Genau. Bei drei sind schon ein bisschen zu viel. Zwei Holzfäller, ein Förster. Passt. Ein Sägewerk natürlich nur, weil lieber hier auch eine Holzfälle ist. Ne? Kommt aber hier noch ein Sägewerk hin. Doch schon mal voll, ne? Voll. Also noch ein Lager oder was? Noch ein Lager hin. Dass das Sägewerk wieder leer ist. Dass hier sein Output leer hat, dass wir ein neues Holz, neue Bretter herstellen kann. Da ist auch nur Holz drin oder was? Nee, doch. Laubholzstamm, da keine Nahrung. Kann im Lager auch Nahrung gelagert werden? Weiß ich gar nicht. Output voll. So, oh jo. Also müssen wir vielleicht mal Nahrung mal was herstellen, wa? Das ist Getreidefarm, ist auch voll. Proviantmacher. Der soll das schon herstellen. Lagerbestand, ach, schon voll. Ach, nur Brote. Und Feuerholz und Rehfleisch. Hase und Wild. Also schon mal drei verschiedene Wildfleischarten. Taverne. Gemüse und Stärkungsmuster. Ja, das soll er machen. Mmh.
wohl Priorität. Machen wir mal, dass dann halt da mehr Gemüse gelagert werden soll. Also die Taverne muss also in die Nähe, mehr in die Nähe von der Gemüsefarm und Getreidefarm. Für die Wege kürzer halten. Und die Farm ist dann, ja, Mühlebäckerei haben wir ja nicht, ne? Die haben wir noch nicht. Wollte ich auch noch bauen. Da nirgendwo dabei. Das ist ein Marktbrunnen. Nee, müsste hier sein. Das ist die Windmühle. Ja. Stellt Mehl her. Oh, ist die groß. Ui, ist die groß. Ui, das sind wieder ein Problem hier. Das ist ein großes Problem. Kommen wir ein bisschen näher hier so ran. Natürlich nichts sehen, wo der Pfeil genau ist. Ach, das soll der weiße Pfeil, soll das wohl sein? Okay, machen wir mal dahin. Ist schon sehr groß, die Windmühle, das ist die Bäckerei, ne? Genau. Die sind komischerweise viel, viel kleiner. Hm. Machen wir mal daneben. So. Das haben wir nämlich auch noch nicht. Man könnte dann hier Gemüsefarm hinmachen. Nee, Getreidefarm, weil er braucht nur Getreide, ne? Getreide, macht aus dem Haus Mehl, mit Feuerholz und Wasser macht er dann Brote, genau. Wäre also hier irgendwo noch eine Getreidefarm sinnvoll. Das war die, ne? Getreidefarm, genau. Okay, ist nicht so weit entfernt, aber gucken wir schnell die Mühle. Und die Bäckerei das verarbeiten kann. Muss man abwarten. Muss man alles so nach und nach herausfinden. Achso, Arbeiter, ja, können wir auch mal machen. Ja. 5, 5, 5, können wir mal irgendwas machen. Gucken, ob sie das schaffen. Können wir hier auch mal irgendwo alles mal herstellen. Braucht man nicht. Säge braucht man nicht. Sichel eigentlich auch nicht. Also egal, mach mal ruhig. Zangen machen wir mal. Weiß nicht genau, welche Zange genau es braucht. Meißel, ja, für Steinbruch vielleicht. Messer vielleicht für Jäger. Spitzhacke ist klar. Schaufel ist eigentlich auch klar. Müssen wir erstmal alles selber herausfinden. Der Holzfäller braucht schon ein bisschen, aber hier wieder viel, viel Platz ist frei. Trotzdem kann ich noch keinen Weg hinten durchlegen, ne? Leimsten kommen wir ja ran, genau. Kupfer, ich wollte noch einen Steinbruch bauen, genau. Für Kupfer, bei der hier, genau der hier. Lohnt sich ja nicht. Noch zu viel. Kann man nicht mehr Holzfäller? Nein, mal 3 oder nicht? Doch 3. Oder wegen Holz. Mit Tür ist eigentlich so ein Lager. Das ist eine Sammelhütte, genau. Das ist ein Lager. Nadelholzbalken, Stoff. Okay, Moment. Wie kommen wir an Stoff ran? Wer macht Stoff? Holz und Stein. Hier vielleicht? Mal gucken. Stellt her? Nein. Nein. Wer stellt Stoff her? Da ist nix. Ja, hier eigentlich auch nicht, sondern nur Nahrung. Einmal durchgehen. Ja, Hasen, Wild und Reh. Genau. Auch Leder kommt da raus. Ja, für Rüstung nachher, ne? Aber ist er hier nicht implementiert? Ist denn immer mit Flachs konnte man Stoffe herstellen? Genau, da war irgendwo was. Seile. Seile war auf alle Fälle. Stoff, da, Windmühle. Ah ne, die kostet Stoff. Kostet Stoff. Zement, ja, und Holzräder. Ein paar Fackeln vielleicht. Holzstab braucht man nicht. Holzschild braucht man auch nicht. Bögen braucht man eigentlich auch nicht. Aber wieder Seile für.
Weil da wieder, wie gesagt, kein Militär gefunden ist. Aber wo ist jetzt... Bonus ist klar. Wer stellt Stoffe her? Kostet Stoff, Marktstand, ja, aber wer stellt Stoff her? Kostet nicht immer, aber wird automatisch hergestellt, Stoffe. Silber, Schmelzhütte. Stellt her. Lederwerkstatt, wie gesagt, ist er denn noch nicht? Stellt her, Stoff. Weberei, da ist sie doch. Mit Silberbarren. Oder dann nicht nur für die silberversteckte Robe, nicht mehr von aus. Dann dürfte da nicht nur Flachs reichen. Machen wir noch eine Weberei. Hey, zu klein. Ey, Mann, also große Gebäude, ey. Mann. Sind richtig groß. Vielleicht, wenn wir da noch einen Weg hin machen können. Genau, verbinden wir die beiden Wege miteinander. Genau. Sollte doch gehen. Sehr gut. Genau, ja, die Weberei, die wird auch sehr wichtig sein und muss man auch früh bauen. Hölzerne Zahnräder, ja, Werkstein machen wir ja. Werkstein müssen in einem Steinbruch hier hergestellt werden. Steinmetz. Ja, genau, stellt ihr hierher. Werksteine und die Grenzsteine, ja, genau, okay. Ja, so nach und nach kommt man rein. Das ist viel etwas komplizierter als noch Siedler 1, wer das noch so kennt, ne? Ist hier schon ein bisschen umfangreicher. Etwas umfangreicher, etwas komplizierter, aber es geht. Es geht. Ich habe auch schon was im Forum geschrieben gehabt. Steinbruch auch. Ah. Sind das Moment, Kohle ist voll. Steinbruch ist voll. Nur wenn Kohle jetzt irgendwo gebraucht wird, dann tragen die es weg oder was? Der Bottom nur ab. Da kommt Bäckereimühle, genau. Schmelzhütte wieder auch gemacht, ne? Und wo ist die? Ne, da nicht. Da war Eisen, ja, kommt noch. Schmelzhütte, genau, Schmelzhütte. Die haben wir da gar nicht, genau. Machen wir die hier oben, aber oben haben wir schon mal mehr davon. Können wir so in zwei bauen. Kein Ding. Bisschen Platzsparen bauen, ja, so gut wie geht. So, müssen wir vielleicht hier oben an den machen. Hier haben wir Kohle, da haben wir ein Kupfer. Hier vorne ist auch Kupfer und Kohle, ja, ist schon ganz gut. Einmal da oben, danach für Eisen, wenn wir rankommen, kommen wir jetzt auch endlich ran. Unten Eisen, Kohle, hier natürlich noch eine Schmelzhütte. Machen aber erstmal einen Steinbruch. Zwei Steinbrüche brauchen wir dann. Kohle und Eisen. Eisen, war ein Stückchen weit hinten. Ah, die sind klein, winzig. Ach, ich habe schon am Weg geachtet, scheiße. Ja, sag mal nicht, mach mal, ich weiß. So. Können wir noch einen Weg lang anlegen? Ja, ne? Nein, geht natürlich nicht mehr. Nein. Mist. Abreißen. Abreißen. Abbrechen. Abbrechen. Ja, am besten ersten. Wahrscheinlich ersten Weg legen. Was ist denn. Probieren wir mal aus. Ich kam gerade so eine Idee. Was ist, wenn wir ruhig da rein machen, aber die Wege nach hier unten machen? Wie wäre denn das? Der müsste doch auch eigentlich funktionieren, ne? Mal. Da haben wir einen Weg. So, wenn die... Wir können ja vielleicht auch hinter das Gebäude gehen, oder nicht? Sollte ja nicht so funktionieren.
Machen wir da gleich noch eine Schmelzhütte. Und sofort Eisenbahn herstellen können. Und auch gleich dann noch am besten Lager, dass die schön weiterarbeiten können. Sollte eigentlich so funktionieren. Denke ich mir so. Das denke ich mir mal so. Oh, Pilze ohne Ende. Da ist schon mal reichlich Pilz drin. Taverne, ja, steht. Stärkungsmahlzeit, Genussmahlzeit. Kein Markt in der Nähe. Müssen wir auf die Weberei warten. Wenn hier ist nirgends, wo wir nochmal sammeln. Die sammeln doch auch Flachs. Sammlerhütte. Genau, die sammeln auch Flachs. Da haben wir eine. Ja, sieht schon, wird ein bisschen kompliziert. Ja, hier war auch eine Sammlerhütte, genau. Da wird die Weberei gemacht. Die können dahin liefern, auf alle Fälle. Dürfte nicht auch nicht. Sammelt, ja. Noch kein Flachs gesammelt. Hier ist aber auch kein Flachs da. Aber Pilze und sowas, die habe ich hier einfach mal dahin gebaut. Aber hier müsste auf alle Fälle dann ja gehen. Output ist voll, ja. Weberei ist auch. Fast fällt. Holzräder fehlen noch. Habe ich schon gemacht. Auftrag gegeben. Was ist los? Ja, dauert. Das dauert, 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 dauert. Also wird erstmal Holz, ordentlich Holz verbraucht. Auch Speere. Für die Wachen, ne? Für Wachtürme. Ja, dauert alles ein bisschen. Aber es ist sehr, sehr schön, dass man einzeln genau die Menge sagen kann, wie viel hergestellt werden soll. Natürlich sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Ach, die brauchen wir gar nicht. Die brauchen wir gar nicht. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir eigentlich nur hier. Wachen für die Wachtürme. Das brauchen wir, um mehr Wachtürme herstellen zu können, bauen zu können, um auch besetzen zu können. Darum geht's ja. Lager schon voll. Hat das Lager eigentlich eine Maximalgröße oder was? Was ist eigentlich hier mit? Alles, genau, alles, alles. Ja, nur Feuerholz drin. Warum ist da noch Wasser ohne Ende? Das Wasser nicht auch im Lager gelagert? Aber was kann das mit dem Lager gelagert werden? Es soll auch demnächst irgendwann noch eine Wiki kommen. Haben wir es schon geschrieben gehabt? Ich habe mal gefragt, ne, was ist mit einer Wiki, wo man sehen kann, welches Gebäude oder was, ne, alles so hat und so. Soll noch kommen. Ist im Aufbau. Wann das kommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass es schnell kommt. Sowas ist auch wieder sehr interessant zu wissen, was im Lager gelagert werden kann, zum Beispiel, ne? So, was haben wir noch? Steinmühle bauen. Okay. Steinmühle? Haben wir nirgendwo gesehen. Dann noch Farmland soll man bauen. Ach, die Mühle machen wir gerade. Ja, soll heißt Steinmühle. Ne, Windmühle, keine Steinmühle. Hä? Mal gucken. Gehen wir nochmal ab. Ach, kann ich jetzt haben wir. Rüstungsschmiede, ja, braucht man nicht in der Hinsicht. Braucht man eigentlich nicht. Waffenschmiede braucht man ja auch nicht. Holzwerkstatt haben wir. Werkzeugschmiede, Glenhaus. Holzwerkstatt vielleicht ist vielleicht später dann sogar interessant, zwei davon zu machen. Also wir einfach schneller Waffen haben, Jagdbogen, Holzspeer, Holzschild, Fackel, Hülsen, Zahnräder haben. Sowas vor allem kann interessant, später interessant werden. So, Weberei wird ja gebaut. Silber haben wir dann nirgendwo gefunden, der Rest wird gebaut. Marktstand, wie gesagt, man kann keinen Handel treiben. Ah, okay, müssen wir doch machen. Hat mit dem eigentlichen Handel nichts zu tun. Und in der Nähe der Taverne stehen die Träger mit Zutaten von Jägern und Farmen zu den Marktständen. Küche einer nahegelegenen Taverne sammeln die Zutaten, müssen in der Nähe des Marktbrunnens stehen. Marktbrunnen? Da.
Taverne. Taverne haben wir ja da. Also Marktstand soll hier sein. Und ein Marktbrunnen muss hier sein. Alles in der Nähe der Taverne, ob Proviant hergestellt werden kann. Okay. Wo ist die Steinmühle denn? Das ist nur eine Windmühle. Oder meine mit der Steinmühle eine Windmühle? Das ist ein bisschen verwirrend. Steinmühle. Aus Steinschotten, aus Kalksteinzement. Ah, okay. Dabei noch ist das viel, also so groß, ne? Hier geht ja natürlich nirgendwo. Da ist nirgendwo Stein. Da oben war Stein, ne? Genau, hier ist doch Stein. Könnte ich da oben hinbauen? Auch wieder so riesengroße Gebäude. Riesengroß. Boah. Viele, viele große Gebäude. Ob das so bleibt? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Mal gucken. Farmland, genau. Hier könnte man auch noch 15 Farmland. Hier haben wir schon 8, 11, 14. Ne? 6 und 7 sind 13. 2 haben wir da, ne? Genau, hier haben wir 2. Getreidefarm. Da müssen wir warten, wie weit, wie schnell die Windmühle ist. Und dann natürlich auch die Bäckerei. Da fehlt 8 Zement, ne? Ja, 8 Zement, auch Zement, Zement. Boah. Auch eines der ersten Gebäude, die man bauen sollte. Steinmühle, Steinbruch, Steinmetz. Die gehören also zusammen. Steinbruch, Steinmetz und Steinmühle gehören also zusammen. Machen wir am besten ruhig noch hier unten eine. Weiter rüber geht nicht. Ach, unten geht. Machen wir da. Dann können wir nämlich noch hier einen Weg legen. Ah, geht auch nicht. Ja, ist ein bisschen fummelig hier. Ne, geht nicht. Wegen hier im Steinmetz. Ah, schade. Egal. Hä? Hab ich da gemacht, das, Okay. Ach, da unten. Oh. Ja, komm, ist egal. Ist ja nur Probelauf hier zum Ausprobieren. Das ist ja nur die Demo-Version. Also für 3 Gebäude sind schon mal wichtig, die man zusammenbauen sollte. Ein Steinbruch, Steinmetz und Steinmühle. Wegen Zement. Ist auch schon mal wichtig zu wissen, ne, sowas. Ja, Sammler. Jagdhütte kann zusammen. 2 Holzfäller, ein Förster, eine Sägemühle. Kann zusammen Getreidefarm, Mühle, Bäckerei, Gemüsefarm, das ist die Holzwerkstatt, ein bisschen 2 vielleicht. Gemüsefarm auf alle Fälle in der Nähe von von der Taverne, genau, Taverne, Gemüsefarm, Marktbrunnen, Marktstand. Proviantmacher und Taverne ganz zusammen. 5 Stück. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine Gemüsefarm da ganz einfach hin. Nicht Taverne. Hier, ne? Das ist sie. Ja. Gemüsefarm. Machen wir ein bisschen. Machen wir mal so. Was soll's in Reichweite? Keine Kürbisse, aber cool. Okay. Farmland. Farmland. Wir können ja da nicht. Ach, die brauchen auch über das. Moment, da muss es weg. Muss es weg. Braucht auch jeweils eine Anbindung, einen Weg. Boah,
braucht er richtig viel Platz. Jo, wieder. Boah, Hilfe. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, das wird natürlich richtig kompliziert werden. Dann können wir doch trotzdem doch da bauen. Ruhig ein bisschen unten. Nein. Ich wollte nur eine bauen, nicht zwei. So, kommt nämlich da. Farmland hin. Ich hoffe mal, dass die Reichweite so auch dann gut ist. 1, 2, 4, 5. Der Baum ist eigentlich im Weg, ne? Lass mal erstmal so, erstmal einen Weg bauen. Dann vielleicht erst einen Weg bauen sollen, dann das Farmland daran. Ist vielleicht besser. Ja, der Baum ist natürlich jetzt ein bisschen im Weg, aber egal. Wir haben schon 20. Ja, 4 noch 10. So. Geht auch noch. Warum geht er nicht mehr? Ist denn da Platz? Mann. Egal. Können wir noch. Moment, machen wir erstmal da in der Mitte einen Weg. Genau. Machen wir hier in der Mitte einen Weg. Können wir genau sehen, was man da wohl hinbauen kann. Natürlich immer sehr schön sowas. Das finde ich auch sehr gut gemacht. Ja, ersten Weg, dann die Felder. Noch ein paar Felder mehr, gucken, ob er das überhaupt schafft. Wie er es schafft, probieren wir aus. Ob die überhaupt alle hier so bestellt werden, die Felder, müssen wir abwarten. Na, aber dafür ist die Demo ja auch schon gut da, ne, um sowas auszuprobieren. Also da sind viele genug Felder da, also mehr als genug Felder. Ah, gucken, ob er die alle auch gut bestellen kann. Da ist noch vorbereitet. Ja, okay, dann auch, müssen auch alle vorbereitet werden. Uiuiuiuiuiuiui. Da ist schon alle. Oh, alle schon fertig, oder? Die bauen aber sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Eisen, Kohle, Schmelzhütte. Und da ist. Fleisch. Ein Barren ist schon fertig. Ein Eisenbarren. Ja, Silber ist dann, habe ich noch nirgendwo gefunden. Wo ist da Silber? Da ist Kupfer. Auch noch Kupfer. Das ist aber auch eine endliche Ressource, ne? Eisen und Stein und sowas. Wie halt der Feuer auch bei Silberteile, ne? Soweit ich weiß, brauchen nämlich die die Wachsoldaten, die diese Grenzsteine versetzen, auch Proviant. Wohl auch gibt auch verschiedene Arten von Proviant, wie ich gelesen hatte. Wahrscheinlich jetzt noch nicht in der Demo drin, aber soll auch im Early Access kommen. Gehe ich mal von aus. Habe ich zumindest so gelesen, ob es so ist, wann es kommt, keine Ahnung. Ein Brunnen, noch ein Brunnen. Na, zwei sind schon zu wenig, siehst du? Brunnen, Nahrung, ne? Ja. Macht doch irgendwo Sinn. Auch so groß. Warum so groß? Uiuiuiui. Oh, was haben wir noch? Marktstand. 6 Marktstände? Okay, die sind klein. Da können sie alle da rangehen, oder was? Marktstände. Mal gucken. Ein Kürbis. Ein Mais, 10 Kohle. Träger bringt Zutaten von jenen Farmen zu den Marktständen. Küche, Lage und Taverne sammeln Zutaten. Okay, aber warum 10 Stück davon? 6 insgesamt. Bauer Marktplatz nahe der Taverne. Mindestens 6 Marktstände. Nee, das Marktbrunnen baust. Lass mal einen Marktbrunnen. Ach du meine Güte, warum so viel? Marktstand, ja, Marktstand.
Ja. Sonst haben wir keinen Marktbrunnen. Kein Platz. Also die Siedlung wird sehr groß. Das kann man auf alle Fälle sagen. Weg. Brauchen Weg. Sechs Marktstände. Marktstand. Drei. Vier. Da hat man so ein bisschen schiefes Englisch. Englisch ist modern. So, du. Gucken, ob der eine schon reicht. Ob auch der Einbrunnen mehrere Marktstände versorgen kann, eigentlich ja, ne? Man muss mal ausprobieren. Ah, das ist auch schon. Die ersten Felder sind schon fertig. Wird mir nichts gemacht. Mal gucken, ob die was gebacken kriegen hier. Aber was wird gerade geliefert? Ja, okay. Macht natürlich Sinn, wenn wir hier noch einen Brunnen hinmachen würden. Brunnen. Macht Sinn, wenn wir hier noch einen Brunnen. Ach, so groß, ne? Warum geht das denn nicht da weg? Mal. Ah, schon besser. Keine Jagdtüte. Ach, Mann. Brunnen. Der will nicht, nur nicht da weg. Macht also, da müssen wir noch einen Brunnen holen. Hier haben die ja mehr Wasser bekommen, schneller Wasser bekommen irgendwie. Ja, ist egal. Moment, holen die ganzen Träger. Sehr viele Träger haben wir hier. Sehr viele. Aber man sieht, ne, hier ist immer einiges los. Ja, stell jetzt schon was her hier. Zwei mit Brot nur, Rationen. Genau, sind die vier Rationen. Die brauchen nicht die Entdecker und Schatzjäger, genau. Die brauchen nicht die verschiedenen Rationen. Und vier verschiedene gibt es, genau. Was macht die Taverne eigentlich? Küche nutzen Zutaten von einem nahegelegenen Marktplatz, um Stärkungs- und Genussmahlzeiten zu kochen. Okay. Willst du also nachher noch nach und nach dann selbst klären? Waffenschmiede, trotzdem eine Waffenschmiede bauen. Okay, machen wir das. Wir haben ja hier mal ja Eisen. Eisenbarrenbänder hier hergestellt, genau. Verarbeitung. Münzprägerei. Nee. Waffenschmiede braucht man dann wahrscheinlich auch. Waffenschmiede. Rüstungsschmiede, da geht natürlich nicht mehr. Machen wir direkt gegenüber. Zack. Wenn wir so brauchen. Was ist das? Arcana. Einheiten können nicht kämpfen. Also eigentlich ist es doch Blödsinn, das jetzt hier zu machen, aber. Arcana Xun geht doch gar nicht. Okay. Waffen Rüstungsschmiede natürlich macht Sinn in der Nähe von. Man braucht auch Leder, ne? Ah ne, ja. Eisenschild, Kettenrüstung, genau. Genau. Ja, macht natürlich einen Sinn. Ah, mal 10 Stück jeweils. Braucht Zement. Wie sieht's aus? Ist das schon. Muss das schon längst laufen? Ach, man braucht immer noch, ja. Steinmühle. Stellt Zement her. Ja, immer noch zu wenig. Brauchen wir wahrscheinlich zwei davon. Von zwei Steinmühlen. Windmühle. Alles genug Zement da. Bäckerei. Wir fehlen noch Zement. Ja, also mindestens zwei Steinmühlen brauchen wir auf alle Fälle. Nee, da nicht. Verarbeitung. Hier. Weberei. Hier, ne? Da? Nee. Steinbruch. Steinmetz. Steinmühle. Und noch einen braucht man auch scheinbar ziemlich viele von.
Ja, also mindestens zwei, also am besten auch an jedem Steinbruch auch so eine Steinmühle. Ein Stein. Ach nee, da oben, genau, da. Steinmetz, Steinbruch, Steinmühle. Steinmetz habe ich hier aber jetzt nicht. Der ist ja hier, genau. Dann macht er die Steine, genau, die Werksteine. Ja. Kohle ist noch 72 vorhanden, noch 18 Kupfer. Gerade voll, ja, Schmelzhütte. Ach, haben wir hier oben gar nicht, ne? Bringt auch nicht gerade schnell was. Ach, da oben ist die Schmelzhütte, genau. Ich muss ja automatisch den getragen werden, ne? Oder machen sie das nicht? Ich mal davon aus. Okay, Eisenerz. Silber nirgends so gefunden, na, Kohle ist klar. Ich kann auch Eisen und Silber machen. Ach, ist Kupfer, ne? Ach, Kupfer ist das ja. Ach, schon auf, ja. Ich denke immer noch, Kupferbarren gibt da keine, scheinbar keine Kupferbarren. Ja, Kupfererz wird da andersweitig verwendet, unter anderem für Münzprägerei. Die können wir eigentlich schon mal bauen. Was haben wir hier noch? Schatzkammer. Ja, und Verarbeitung, ne? Münzprägerei ist auch so groß. Natürlich, wieder so Riesendinger. Riesendinger. Das ist ein dicke Ding. Ja. Geht nur da. Kein Platz sonst. Natürlich dann hier rüber. So. Ne, war hier. Schatzkammer machen wir auch. Da müssen wir wahrscheinlich sowieso noch bauen, früher oder später. Passt nirgendwo hin, ne? Ey, so viele große Gebäude, ey. Mann. Das wird sehr interessant dann werden. Sehr interessant, das alles richtig repariert zu bekommen. Silbertagebau haben wir nirgendwo gefunden. Das haben wir. Das wird alles noch gebaut. Das haben wir auch alles. Das haben wir auch alles, ja. Haben wir bis auf. Ah, Flachs. Na, Flachs. Sammelnöte haben wir ja hier. Auch voll. Hier ist ein Lager. Nur Holz drin. Zu weit oder was? Verstehe ich nicht. Genau, man hat das. Achso. Achso, sind die alle schon fertig? Ja, okay. Ja, schon alles gemacht. Warum wird. Deswegen, was wird alles im Lager gelagert? Was kann alles gelagert werden? Steht zwar bei alles, aber Kategorie alles. Art alles, keine Ahnung. Alles, Holz, Stein, Bergbau, Naturprodukte, ja, Mann, Naturprodukte, alles. Ah, kann man genau sagen, was dann jeweils gelagert werden soll. Nee, alles. Alles rein. Also, kann auch Flachs gelagert werden. Oder haben die eine bestimmte Größe, was nur gelagert werden kann? Das weiß ich eben nicht. Machen wir es einfach mal in Probe auf Exempel. Jeweils wieder lagern. Hinten, ne? Lagerung, genau. Ist ja ziemlich klein, kostet auch nicht wirklich viel. Machen wir mal ein Lager hin. Gucken, ob die dann da das Flachs einlagern können. Da müssen wir jetzt abwarten. Weil der Holzfäller braucht schon ziemlich lange. Warum machen die nicht weiter? Was ist los? Geht nicht, oder was? Dann reißen wir ab. Machen wir neuer. Kann ich, ja. Warte mal, Moment. Wenn wir das jetzt abreißen, würden wir wahrscheinlich dann das alles weg. Warte mal, bis das Lager vielleicht da. Ich weiß nicht, wie groß die Reichweite vom Lager ist. Steht auch nirgends vorbei. Steht nirgends vorbei.
Das ist ein bisschen seltsam. Oder kann natürlich auch sein, dass es noch bei der Ölexis dann ein bisschen anders wird. Kann natürlich sein. Alles schon ein bisschen sehr komisch. Das sind so Dinge, die mich gerne interessieren würden. Ja, wie viel in so einem Lager gelagert werden kann. Maximal. Also schon ziemlich klein. Man könnte ja für ein Lager ohne Ende bauen eigentlich. Für jedes Gebäude könnte man theoretisch ein Lager hinbauen. Das dürfte nicht das Problem sein. Meine, machen wir einfach mal. Machen wir mal ein Lager dahin. Ich gehe mal davon aus, wenn man wenn man ein Gebäude abreißen würde, ist dann auch dann Output-Stapel, also was noch da liegt, was abtransportiert werden kann, dann auch weg ist. Gehe ich mal von aus. Das sind mir so Dinge, die noch nicht beschrieben wurden. Ach, komm, kann man sehen, was wir alles so haben. Natürlich auch sehr schön, so eine Gesamtübersicht, ne? Hier ganz oben. 21 Hasenfleisch. Keine Himbeeren. Okay, 5 Schaufeln. 6 Schaufeln. 11 Hammer, 3 Holzspeere. So. 98 Kupfer, 102 Kohle, 14 Eisenbarren. Hm. 40 Wachen, 25 Zimmerer, 20 Planierer, 45 Baustellenträger. Einwohner verfügbar für Aufgaben. Ah, okay. Da kommt dann, Wohnhäuser kommen dann noch. Eingenommenes Gebiet, 50,7%. Ja, das finde ich auch sehr schön, ne? Rüstungsschmiede wird gerade gebaut. Bauarbeiter ausbilden. Bauarbeiter, die waren noch hier, ne? Ne, hier. Bauarbeiter, hier sind die Planierer. Baustellenträger, Zimmerer. Da dürfen die Zimmerer sein. Wollen wir 100 Stück von haben. Ja, Silbertagebau müssen wir erwarten. Einen müssen wir erwarten, wo wir Silber finden. Was ist denn hier? Da war Kalkstein, Kohle. Boah, sehr hügelig hier alles. Kohle. Steine. Kohle. Eisen, ja. Aber es ist noch ein Platz, kann doch noch hier weit gehen. Da hinten vielleicht mal hin. Na, gehen wir da mal hin. Gebt mal Gas, Leute. Hier ist auch nur Kalkstein, Stein. Ja, die bauen das schon ab. Ja, ja, ist klar. Aber hier Kupfer. Die machen gar nichts, ne? Nö, die machen gar nichts. Die machen da gar nichts. Wer ist da? Entfernt Wald schneller, weil kleine Bäume keine schlechten Interessen haben. Kann man auch noch sagen, ach so. Trotzdem machen sie nichts. Oh, jetzt geht einer unterwegs. Einer ist unterwegs, okay. Oder muss ich. Wir sind jetzt nur drei Kreise, verstehe nicht. Nur der kleinere Kreis, was hier will ich dann noch abbauen oder. Muss ich die anderen beiden dann da? Oder kann man die noch die Gebäude später noch aufwerten? Würde keinen Sinn machen, ne? Das ist der erste Stufe, sagen wir mal. Stufe 2, 3, 4. Gehen wir so von aus. Oh, Lager, noch nichts drin. Wir brauchen Träger. Am besten noch ein paar Träger. Ein Träger. Planiere, Baustellen, Träger. Nee, Träger, ganz normale Träger. Ein Gildenhaus. Mach mal dafür noch ein paar. Rüstungsschmiede mit Wohnhäuser. Hab ich mir gedacht. Wir brauchen noch mehr Wohnhäuser. Das habe ich mir gedacht.
Hier schön am Wasser. So, hier machen wir unsere kleine Siedlung hin. So, wo waren die jetzt wieder? Erkundung, ne? Nein, das ist der Wachturm und Entdeckerposten. Ja, genau. Wohnhäuser, sind die das, ne? Ne, Holzfäller. Muss ich erst noch daran gewöhnen. Ne, da nicht. Na, Bevölkerung, hier müssen wir sein. Da sind sie doch. Da, kleines Wohnhaus. Wieso passt das hier schon mal nicht? Nee, das ist ja blöd. Müssen wir ein bisschen zurückversetzen dann. Da passt gar nicht. Boah, sind ja auch so groß. Alles so groß, ne? Muss man genau überlegen, was man wohin baut. Natürlich schon gerne so eine kleine, sag mal, kleine Siedlung. Nur Wohnhäuser machen, so wie hier ungefähr. Wir sind schon ein bisschen größer, dann auch dann schon gerne machen, aber man braucht sehr viel Platz. Sehr viel Platz. So. Fortgeschrittene Soldaten ausbilden. Wo geht denn das? Hier, ne, Militärakademie. Veteranenwache, fortgeschrittener Soldat. Da haben wir sie doch. Einen. Ach, dann brauchen wir fünf. Machen wir jeweils fünf und fertig. Zack. Haben sie was zu tun? Silbertage brauchen wir dann nirgendwo gefunden. Da noch gucken, wo wir irgendwas finden werden. Die Steine sind fast weg. Also ein bisschen Kupfer nur. Mit Kalkstein und Kohle. Die braucht noch keinen Anschluss an die Straße, oder? Doch auch. Nee. Doch. Straße. Die brauchen auch eine Straße. Ja, eigentlich blöd. Mal gucken. Gucken wir es am geschicktesten machen. Vielleicht so erstmal. Erkundung. Hier. Zu Hause von der Decke nehmen. Genau, machen wir so einen Deckerposten hier. Schiebe es Englisch, Englisch ist modern. Kupfer. Ah, auch noch Kupfer. Die Entdecker sind ja nun dafür da, um hier frei den Nebel wegzumachen, ne? Na, egal. Die kommen gar nicht mehr so weit. Müssen wir noch mal einen neuen hinmachen. Wachturm. Eigentlich für Patrouillen gedacht, aber den kann man hier noch nicht machen. Schießen wir direkt den Dorn. Eigentlich ist ein Entdeckerposten hier Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Ein paar abbrechen. Können wir da am besten noch einen Wachturm hinmachen? Grenzsteine hier. Auch nur Kupfer. Da ist Silber. Also doch. Oh, ja, kann man ganz schwach erkennen.
Meine ist ja hier auch Silber, ne? Ist Kupfer. Sieht aber aus wie Silber. Das ist Silber. Sieht ja genauso, das sieht genauso aus wie das, oder nicht? Oder bin ich blind? Vielleicht wegen dem Lichtanfall anders erscheinen. Kann natürlich sein, aber das ist schon mal Silber. Was würde ich da hin? So. Ich bin noch im Wohnhaus oder was? Machen wir noch im Wohnhaus. Du weißt wieder. Wohnhaus, Bevölkerung, da, Wohnhaus. Ah ja. Einer fehlt noch. Das hätte ich hier schon gemacht. Dann haben wir das auch und vielleicht noch Silbertagebau. Und hätten wir eigentlich im Moment die Ziele wieder erreicht. Aber ihr seht schon, man braucht sehr viel Platz. Es wird nachher sehr interessant werden. Manchmal so gewisse Gebäude gehören schon mal zusammen. Das ist ganz klar. Das haben wir schon mal herausgefunden. Ist auch schon mal wichtig zu wissen. Ich schaue mir nicht alle Felder zu bestellen. Hier die Gemüsefarm. Wow, hätte ich nicht gedacht. Okay. Aber warum brauchen vier Tische? Esstische für Taverne. Haben die alle Wasser? Warum müssen die Marktstände in der Nähe von einem Marktbund stehen? Ja, verstehe ich nicht ganz. Naja, egal. Oh, Pilze ohne Ende. Pilze. Scheinbar ist 64 Ende. Von einer Sorte, scheinbar. 64 Ende. Ist nicht Feuerholz. Warum sind die aber eben in den Sammlern? Ja, okay. Also 64 ist scheinbar Lagergröße Ende. Sammelte hat hier auch Pilze, Feuerholz wieder ohne Ende. Feuerholz, das braucht man alles für. Wer braucht alles Feuerholz? Der braucht scheinbar Feuerholz. Proviantmacher. Ich habe also schon einige, die Feuerholz brauchen. Getreidefarm nicht. Holzwerkstatt wahrscheinlich, ne? Ne, braucht auch nicht. Dicke Posten sowieso nicht. Mühle vielleicht, ne? Ah, die ist hier oben. Ach, das hier. Ja, die Windmühle vielleicht? Ne, auch nicht. Okay. Bäckerei braucht aber. Okay, also dann macht man auch schon auf viele. Weberei braucht. Weberei? Ne, braucht nicht. Man braucht also auch viele Sammler für Feuerholz. Zum Beispiel auch. Auch gut zu wissen. Wachturm, ja. Steinmühle, ja. Münzprägerei. Kupfermünzen, ja. Silber habe ich aber noch nicht. Kupfer, Kohle und Silberbarren, ja. Agilinus ist klein, wo war's? Münz. Ach, da ist Schatzkammer, genau. Na, gar nichts drin. Gar nichts drin. Auch noch nichts drin und da ist das ganze Holz drin, ne? Ne, gar nichts. Hä? Da bringt keiner das Holz vom Output zum Lager. Gilnos. Rucksäcke, ja, wie? Ach, keine Rucksäcke da. Rucksäcke in der Weberei vielleicht? Nächste Bäckerei, Weberei. Was ist das? Eine Robe? Nee. Wo kommen die ganzen Rucksäcke her? Ist wieder so eine Sache, wo man nachschauen muss. Rucksäcke für die ganzen Träger. Nee. Mal gucken.
Dafür wäre schon wahrscheinlich auch das Leder. Ach, die Lederwerkstatt, die gibt es ja hier noch gar nicht, ne? Die Lederwerkstatt. Genau. Die kann man, glaube ich, noch nicht machen. Da ist ein Silbertagebau. Lederwerkstatt. Rüstung für Abenteuereinheiten und Rucksäcke her, die in manche Arbeiter im Gilden aus ausgerüstet werden. Ja, genau. Können wir ja gar nicht. Ah, okay. Können wir keine neuen Träger machen. Fühlt mir gerade so ein. Man gibt ja noch eine Lederwerkstatt. Ja, okay. Dann probieren wir einfach mal aus. Reißen wir einfach mal ab. Abreißen. Ne, bleibt da liegen. Das Holz bleibt scheinbar da liegen. Wie es aussieht. Okay. Hier. Holzfäller. Näher ran. Ah, hier gehen automatisch dann rüber. Wollte ich mir jetzt auch mal ausprobieren, weil das jetzt auf dem eigentlich hier im Weg liegt. Ne, geht einfach rüber. Beziehungsweise wird dann rüber geschoben. Vom Weg runter. Okay. Bevölkerung erhöhen auf 400. Oh, ja. Wohnhäuser haben wir mittlerweile doch gebaut, alle, ne? 7. Nächstes Neugeborenes bei 10 von 20. Okay. Ist das ein Zimmerer? Okay. 6 Träger, ein Neugeborenes. Oh, guck einmal an. Ja, dauert noch ein bisschen. Bis die Häuser alle besetzt sind, dauert wohl noch. Okay, Lager kann also nur 64 lagern, mehr nicht. Deswegen hat der auch schon wieder so viel voll der Holzfäller. Ne? Ja. Sägeberg genauso. Da muss man viele Lager dann bauen. Weil die Größe ist nicht gerade so berauschend, ne? Die Größe ist nicht wirklich gut. Wir können sie ruhig erhöhen. Wird vielleicht noch gemacht. Muss man abwarten. Was sie sich dabei gedacht haben, weiß man natürlich nicht so genau. Muss man abwarten. So, ja, Rüstungsschmiede. Habe ich schon gemacht. Waffenschmiede. Ach, macht mal da hier. Jeweils 5. Wenn sie Material für haben, sollen sie machen. Okay, Silber geht noch nicht, ne? Ah, ist schon fertig. Genau, ist hier auch schon fertig, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da war Silber. So, geht mal dahin, Leute. Dahin bitte. Zuerst wegen Silber. Wenn du besetzt ist. Ist doch, ja. Dann gib da mal Gas. Oder fehlen Grenzsteine. Hm. Werden einige schon geliefert, da kann man sehen. Da sind die Grenzsteine. Da kommen sie an. Da und da. Sehr gut. Da sind auch schon ein paar. Okay. Ja. Da sind ja voll. Hier, Ausstapel, Output-Stapel voll. Kann man die nicht auch im Lager stapeln? Weiß ich gar nicht. Aber mal voll. So. Kostet nur ein bisschen Holz, ein bisschen Stoff. Stoff. Dann macht man wahrscheinlich später auch noch 2 Weber rein, kann ich mir gut vorstellen. Eine Weber hat wahrscheinlich zu wenig, oder? Kommt gut hinterher. Oben macht da keinen Sinn, Silber sowieso nicht. Ausrüstung für mystische Einheiten, genau. Deswegen braucht man sowieso jetzt nicht. Jetzt in der Demo-Version nicht. Weil man ja nicht kämpfen kann. Man muss scheinbar wirklich jedes Fisselchen Land gut nutzen, scheinbar. Hier wäre noch was, wo man was Flächen bauen könnte.
Ist immer noch leer. Komisch. Mal gucken, ob es das... Da haben wir schon... eine tragen wir schon weg. Oder haben wir schon weggetragen. Ist das Lager auch noch leer? Hm. Ja, wir müssen bald weg. Das dauert. Das dauert. Wahrscheinlich kann man die Gebäude nachher noch erweitern, aufwerten. Weil nur das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig. Kann man nur abreißen. Fokus setzen und fällt alle Bäume. Ja, mehr kann man nicht machen. Prio setzen und aktivieren, deaktivieren. Ja, aber wahrscheinlich sind die Kreise hier, der Umkreis, wenn noch dementsprechend aufgewertet werden, die Gebäude. Natürlich schon besser, ne? Weil bei Siedler 1 haben die schon, können die schon, haben die eine höhere Reichweite. Holzfäller, Förster und Steinmetz als hier. Muss man wieder abwarten. Aber ich gehe mal ganz stark von aus. Natürlich braucht man dafür wieder ein Upgrade-Materialien, ne? Ist klar, logisch. Höchstwahrscheinlich. So, was ich mir so denke. Also sieht zumindest ganz danach aus. Output voll, aber auch keine Lager, ne? Man braucht wahrscheinlich sehr viele Lager. Sehr, sehr viele Lager. Denke ich mir mal so, dass man sehr viele braucht. Brauchen wird. Da ist ja gar nichts. Hier ist Kupfer. Sieht auch wieder aus wie Silber, hier ist aber Kupfer. Kupfer, Kohle. Kupfer und Kohle, da ist Stein. Die gehen von hinten bis dahin. Ach, von unten kommen die. Oh, nee, wo gehen die? Ach nee, hä? Die kommen ja nicht von hier unten bis da oben hin, oder? Hä? Das wäre sehr weit. Mein Gott, Hilfe. Machen die, glaube ich, wirklich, oder? Ajo. Wieder maximale Reichweite. Gut zu wissen. Da könnte man dann Steinbruch. Genau, machen wir nur einen. Nee, Moment, machen wir hier hin. Da ist mich noch Kohle, wie ich sehe. Genau, Kohle. Kohle ist hier. Da ist er, kann man sehen. Da ist Kupfer. Und das Kohle. Also nochmal. Kupfer. Machen wir das so. Und Kohle. Machen wir mal so. Am besten erst die Gebäude setzen. Und dann erst verbinden. Hier noch. Schön, dass du so um die Ecke geht. Warum will er? Will er jetzt nicht? Hä? Nein, was soll das? Oh. Können wir eigentlich nach oben gehen, wenn wir da durchkommen? Ui. So. Wieder Pilze, ne? Steinpilze.
Können wir einen Sammler hinsetzen, aber hier ist kein Flachs, oder? Fehlen ja auch noch Beerensträucher, fehlen. Also, sollen schon dir sein. Beerensammler fehlen nämlich auch noch, werden wohl dir sein. Das ist auch eines der Gebäude und Ressourcen, die noch nicht hier eine Demo-Version gibt. Was ist denn das? Ach so, ein Strunk. Fällt mir gerade mal so ein, genau, die fehlen mir auch noch. Da ist wieder Wild, ne? Ja, Wildschwein. Ja. Also mal ein bisschen hinten hingehen, so weit, weit wie geht, machen die dann ja. So weit wie geht. Wenn Arbeiter da sind. Keiner da. Hahaha. Keine militärischen Einheiten. Sollen die auch nicht welche in Auftrag gegeben? Genauso wie hier. Keiner da. Moment. Haben wir doch hier unsere Militärakademie. Müssen die Wachen sein, ne? Ah, 60 Stück. Speere, die waren Holzwerkstatt? Ja. Die brauchen ja die Speere. Weniger. Ist jetzt natürlich nicht so wichtig. Werkzeugschmiede ist klar. Lassen wir erstmal. Kann man sehen, wie viel wir jeweils haben. Hammer vielleicht noch. Ein paar Hämmer. Säge brauchen wir eigentlich nicht. Zangen. Na komm, mach mal. Braucht man eigentlich nur für. Sägewerk, ne? Säge. Gehen wir so von aus. Kann man leider nicht sehen. Aber scheinbar, er sieht alles nur auf Kupfer, nicht Eisen. Oder Silber oder sowas. Auch interessant zu sehen. Und jetzt haben wir eigentlich erstmal alles an Werkzeug da. So, Gildenhaus. Ja, geht ja nicht, weil wir keine Rucksäcke haben. Da ist nix. Komisch. Ja, okay, wir finden natürlich jetzt die Rucksäcke wieder. Leder bekommen wir von den Wildtieren ja. Wir können keine Lederer herstellen. Ah, schade. Das kann scheinbar nicht im Lager gelagert werden. Ne, alle drei leer. Hier die Steine. Können nicht im Lager gelagert werden. Kohle ist klar, Steinmühle auch voll. Ach, mit Zement. Ja. Oder auch mal fünf weniger. Kein Kupfer mehr vorhanden. Da kann man ja eigentlich noch abreißen. Ne? Ist noch was da? Oh, okay, lassen wir mal noch. Wird noch was hingeliefert? Ist das die Nahrung? Steht nichts von dabei, dass die Nahrung brauchen. Steht nichts davon bei. Aber eigentlich vorher ja auch immer so gewesen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie aus Nahrung nach Nahrung brauchen, aber steht nichts davon dabei. Ja, kommt vielleicht noch alles. Also gehe ich mal ganz stark von aus, ne? Ganz stark gehe ich mal von aus. Aber weiß man halt nicht. Das weiß man nicht. So, wie sieht's hier aus? Ah, kommt noch Holz. Achso, okay. Wird gebaut. Da nicht mehr. Ach, kommt noch Holz.
Ja, Steinbruch, kein Personal. Anwesend zumindest, ist vielleicht auf dem Weg gerade. Muss man Auge behalten. So, das ist noch keiner da. Personal unterwegs. Territoriumsprobleme, diese Demo erreicht. Alle erreichbaren Territorien und Reichweite eingenommen. Okay. Ja, mehr können wir nicht machen. Mehr können wir nicht machen. Da hinten wäre noch eine Eisenmine. Kann man leider nicht hinbauen, ne? Hier. Silbertagebau? Nee. Nein, geht natürlich nicht. Weil es nicht unser Territorium ist. Oh Moment, wenn wir vielleicht hier hinten hinbauen? Vielleicht können sie bis da hinten hingehen. Wäre auch mal interessant zu sehen. Ach, muss ich extra so selber um die Ecke bauen? Nee, da geht gar nicht. Was ist das für ein Mist? Was ist das für ein Mist? Wachturm weg. Abreißen. So. Das probieren wir aber noch aus. Ob die auch von hier vorne bis hinten Silber abbauen können. Das ist natürlich noch interessant zu sehen. Das machen wir noch. Dann haben wir eigentlich auch schon alles so weit gemacht, was maximal in der Demo wohl möglich ist. Gehe ich mal so ganz stark von aus, weil mehr geht natürlich nicht. Natürlich noch weiter hier schauen. Also schon einige Dinge, worauf man auch wieder hier, auch natürlich auch wieder, auch schon bei Siedler 1, achten sollte. Aber interessant, dass Lager nur 64 lagern können. Maximal 64. Warum machen die nicht da jetzt noch voll mit Sachen, mit Gegenständen? Feuerholz zum Beispiel weiter oder Pilze weiter? Nix. Macht auch nichts weiter. Kann scheinbar auch nicht da reingelagert werden, obwohl alles hier an ist. Alles eigentlich rein, aber kann natürlich auch an der Demo jetzt liegen, ne? Muss man abwarten. Deswegen, ich möchte gerne die Wiki lesen. Hoffentlich wird die jetzt hoffentlich noch zeitnah vor Early Access fertig. Das ist natürlich mal gut zu wissen. So gewisse Dinge halt, ne? Ja, bei Kupfer ab, weiß man nicht wo. Irgendwo wird er wohl Kupfer noch finden. Weiß ja nicht, wie die groß die Reichweite ist von den Minen. Okay, wenn man die bis da oben geht, dann bauen die das Kupfer noch ab. Ui, sehr, sehr groß. Braucht man gar nicht so viele Minen. Ja. Aber sind fertig. Sind fertig. Kupfer und Kohle. Da ist Stein und Kohle. Da können die theoretisch bis da oben hin. Uiuiuiuiui. Bis da hinten hin. Kann man auch sehen, was die das auch noch überkohlen. Jo. Ah, okay. Ja, trotzdem schon sinnvoll, glaube ich, jetzt hier zum Beispiel, ne, hier ein Kohlebergwerk und da eine Kohlemine zu machen. Das habe ich schon sinnvoll. Natürlich können die rein theoretisch auch jetzt nur die eine Kohletagebau, wie das hier heißt, ne, alles abbauen, aber dauert dann wieder sehr, sehr lange halt, ne. Und dann wiederum dann mehr Minen, natürlich auch sinnvoll. Aber Holzwerk braucht ziemlich lange. Der Aufstapel wieder voll. Ja. Der kann komischerweise nur den kleinen Kreis hier, oberen Kreis nicht, komischerweise. Ja. Das liegt immer noch darum. Was macht die jetzt da? Die gute Frau nimmt Feuerholz. Okay. Aber nicht da rein. Das Lager auch nicht. Komisch. Wie gesagt, kann auch an der Demo liegen, ne? Weiß ich ja nicht. Aber es ist natürlich schon mal sehr, sehr gut, ne? Das ist sehr, sehr gut. Auch kann man auch direkt sehen, wie viel Werkzeug jeweils vorhanden ist. Also natürlich gegenüber Siedler 1 zum Beispiel, ne? Sehr, sehr gut. Das ist eines der ganz guten Dinge, die wirklich sehr, sehr gut, die mir sehr gut gefallen. Sehr hilfreich.
sehr übersichtlich, richtig genial. Richtig genial. Aber auch hier bei Gildenhausen, wenn man sagen kann, so viele, wie viele man noch haben möchte, wie viel Werkzeug man auch und dann gleichzeitig auch für natürlich hat. Zum Beispiel vier Planierer, können wir nicht 10 Planierer machen, aber wir nur 5 Schaufeln haben. Ja. Aber es ist natürlich schon einige Dinge, es ging über Siedler 1, also Beines auf Pagone soll sich ja ganz stark an Siedler 1 erinnern. Also muss man da auch immer den Bezug zu nehmen. Und da und den Bezug dazu hat Paulus auf Pagone schon einiges richtig gemacht. Einiges. Wie zum Beispiel Werkzeugschmiede. Sehr, sehr gut gemacht. Wie ich finde, sehr, sehr gut. Was mich auch, aber auch ehrlich gesagt ein bisschen an POP, zumindest jetzt hier in der Demo, zumindest jetzt mit den Dünen davon sprechen, mich stört eine viele Gebäude, okay, viele Ressourcen, okay, gar kein Ding, ne? Muss man ein bisschen reinfuchsen, kein Ding, aber schon sehr groß. Wenn ich hier alleine schon die Werkzeugschmiede sehe, ne? Sehr groß, Gildenhaus schon sehr groß. Eine Windmühle ist größer als die Bäckerei. Okay, ja, kann man sehen, wie man will. Bei Siedler 1 zum Beispiel war die Windmühle kleiner Bauplatz und die Bäckerei ein großer. Aber hier ist die Windmühle viel größer als die Bäckerei. Richtig groß, die Windmühle. Richtig groß. Genau, mal gucken, wie kann ich das eigentlich... Kriege ich eigentlich sehr gut gebacken. Also könnte man theoretisch auch 2-3 Getreide fahren oder zumindest eine... mehr Felder machen, natürlich auch viele Getreidefarmen, ne? Sowieso. Aber die bauen auch Flachs an, ne? Flachs, Mais und Getreide. Okay, müssen wir auf alle Fälle pro Mühle, ich sag mal, 2, 3 Getreidefarmen gehen bestimmt. Getreidefarmen. Ach, wieder so ein riesen Teil, riesen Dinger. Hier kannst du nirgendwo hinbauen, nirgendwo. Okay, hier ist es auch jetzt natürlich sehr hügelig. Sehr viel Berge, sehr bergig. Ich hoffe mal, dass es bei Ölexis nicht so extrem ist. Hier ist hingegen das viel frei, ja, aber die Gebäude brauchen sehr viel Platz. Die Felder müssen einen Weg haben. Brunnen ist groß. Vor allem die Felder brauchen extra eine Anbindung an einen Weg. Ja, die Wohnhäuser, nur die kleinen Wohnhäuser, nicht mal die großen gesehen. Wie groß die sind, wissen wir da nicht mal. Nee, aber hier Rüstungsschmiede, Waffenschmiede auch schon brauchen, die brauchen ziemlich viel Platz. Ziemlich viel Platz, muss man abwarten dann, ne? Wie es dann letztendlich aussehen wird. Kein Personal. Ach, da geht's schnell los. Haben wir keine Spitzhacken? Weiß ich gerade gar nicht. Haben wir noch Spitzhacken? Ich mache mir eben noch welche, will ich noch wissen. Wie es damit aussieht. Spitzhacken. Einen Spitzhacken haben wir doch. Machen wir ein paar mehr. Machen wir 10. Wahrscheinlich kein Personal jetzt dafür. Dann machen wir mal hier oben die. Können wir noch weniger. Nee, kann man nicht. Ach, der fällt auch. Der fällt Spitzhacken. Ja, ich finde noch viele Spitzhacken. Da ist voll. Ja, wir gehen nur maximal 3. Man kann nicht sagen, nur 2 oder so rein. Geht nicht. Ja, okay. Dann müssen wir immer auf Spitzhacken, wahrscheinlich auch auf Bevölkerung haben wir voll. Dann fehlen noch ein paar Häuser. Bevölkerung da. Ja, so langsam gucke ich rein, wo die Gebäude jeweils sind. Langsam komme ich da rein. Geht gar nicht. Hahaha. Ha, ha. Da geht's, komischerweise. Ja. Da ist auch so riesen Teile, ne? Haben, glaube ich, alle den Weg. Okay. Man braucht auch die kleinen Wohnhäuser, sind schon ziemlich groß. Das wird, wird eine kleine Mammutaufgabe werden, das alles richtig so gut zu platzieren. Aber mit dem Lager, bestimmt nur wegen der Demo so. Gehen wir von aus, aber die Größe ist schon ein bisschen klein. Die Lagerhausgröße ist ein bisschen klein, würde ich sagen. Spitzhacken schon gemacht? Ah, einen haben sie schon gemacht.
Wahrscheinlich brauchen wir noch ein paar Bewohner. Noch ein paar Bewohner, die auch dann Minenarbeiter werden können. Das warten wir noch ab. Viele, viele Spitzhacken werden schon mal gemacht. Ja, mit Eisen, Kupfer wahrscheinlich, eine Kohle und Holz. Aber interessant auch, dass das Werkzeug nur Kupfer ist. Steht dabei, Kupfer. Nur Kupfer. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht sind es nach Eisen, wenn man nach Eisenwerkzeug herstellen kann, weiß ich natürlich nicht, ne? Vielleicht effektiver sie schneller abbauen können oder größere Mengen auf einmal abbauen können. Irgendwie sowas war wahrscheinlich dann. Muss man abwarten. Das ist mal so eine Überlegung, die ich jetzt so habe. Würde zumindest Sinn machen, aber wie gesagt, ne, ist ja nur eine frühe Alpha-Phase, die Demo, eine frühe Alpha-Phase, nicht mal eine Beta, also ist noch sehr frühe Entwicklung. Gucken, was noch so jetzt bis zum Early Access dann kommt, wie das dann aussehen wird. Kommt ja wie gesagt, ne, am 13.12., also in gut 2 Monaten, 8 Wochen, kommt das Spiel raus auf Steam. Kommt es denn für, soll 25 Euro kosten, also 24,95. Soll es zumindest wurde so mal gesagt. Ist natürlich sehr günstig, wie ich finde. Sehr günstig für so ein Spiel, sehr günstig. Und Spitzhacken werden gemacht, wie man sieht. Ressourcen kommen ja auch. Natürlich wäre auch gut, wenn die Werkzeugschmiede auch in der Nähe einer Schmelzhütte wäre. Das Verzierer will ich jetzt gar nicht haben, ne? Hier oben glaube ich eine Schmelz. Nee. Doch, das ist Schmelzhütte. Natürlich in der Nähe von der Schmelzhütte, ob jetzt hier unten, ob jetzt da oben oder halt hier hinten, ne? Eigentlich braucht man nur eine Werkzeugschmiede. Oder natürlich hier unten irgendwo. Könnte man hier noch eine Werkzeugschmiede hinmachen, ne? Könnte man machen, aber eigentlich reicht eine. So oft muss man ja auch nicht Werkzeug bauen. Ne? Einmal bauen und fertig. Noch keiner hier, ne? Nee. Personal auf dem Weg. Oh. Mal gucken. Mal gucken. Keiner da? Nein, aber einer soll schon kommen. Plus 1 von 3. Mal gucken. Die haben nichts mehr mit. Ist gerade voll. Eisen ist voll, Kohle ist voll, Schmelzhütte kommt nicht hinterher oder was? Ja, die machen Eisen natürlich jetzt im Moment gerade, klar. Kommt nicht hinterher. Also da kann man wohl auch so gut 2 Schmelzhütten bauen. Kommt man so vor. Waffe, was auf Material? Ach, Kupfererz. Kupfererz, nee, Eisenkohle, genau. Kupfererz war ja hier vorne gar nicht. Nee. Eisenerz, genau. Das ist doch Kupfer. Ja, lass mal jetzt. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir müssen jetzt ein bisschen. Ob jetzt hier der Tagebau, also die Mine. Weil bei Siedler 1 war es ja die Mine halt, ne? Bis du oben hingehen können. Eigentlich ja, ne? Weil, müsst ihr gehen. Bis hierhin. Das Kupfer. Da Eisen. Das möchte ich ja gerne wissen. Riesen Umkreis. Ah, da ist er ja. Ah, jetzt ist auch ein Fähnchen da wohl, ne? Keine Ressourcen zum Sammeln in Reichweite. Geht also nicht. Also doch zu weit. Komisch. Bei Kohle, Eisen geht das. Bei Stein, bei Silber nicht. Bisschen komisch. Oder muss ich Fokuspunkt? Hier, ne? Silber, ja. Ne, macht er nicht. Natürlich komisch. Wie gesagt, kann natürlich auch eine Demo liegen, ne? Also nicht jetzt zu viel erwarten, oder jetzt irgendwie meckern oder so, ne? Aber ich frage mal im Forum nach, wie es aussieht, ne? Sowas zum Beispiel jetzt hier auch. Ich schreibe dir nochmal mal was hin, gucken, was die Entwickler schreiben. Ja.
Ja, ist von jetzt egal, ob jetzt vom Forum selber jemand, ne, oder der Volker Wettig hat auch schon selber mal was im Forum zu jemandem mal was geschrieben, ne? Wenn wir alle Fälle mal mal nachfragen und durch meine guten und schlechten Dinge natürlich auch wieder hinschreiben, was mir so gut gefällt, was mir nicht so gut gefällt, mal gucken, was noch da so kommt. Die wollen natürlich auch solche Informationen nachher haben, ne? Solche Kritiken oder Wünsche, wie auch immer, ne? Aber sonst gefällt mir sehr, sehr gut. Von hier natürlich, ne, ist eines der besten Dinge, die, also das habe ich mir schon bei Siedler 1 schon gewünscht, dass sowas geben würde. Geht leider nicht, aber jetzt kommt es endlich. Und auch sehr schön mit den Fokuspunkten hier, ne? Dass man hier sagen kann, ne, baut zuerst da ab. Das ist wichtig. Ist auch sehr gut. Also zwei Dinge, die mir auf alle Fälle sehr, sehr gut gefallen. Muss ich ganz klar sagen. Ich bin halt eingefleischter Siedler 1 Spieler. Habe ich auch so ein bisschen gespielt, ja, aber drei schon gar nicht mehr. Drei so gut wie gar nicht. Vier habe ich noch nach Jahren wieder mal gespielt, aber war totaler Müll. Dann auch auf 5, 6 gespielt, alles, ne, aber war kein richtiger Siedler mehr. Aber hier, Pagans of Pagonia, gefällt mir wieder richtig, richtig gut. Ich habe da wieder richtig, richtig Lust drauf, mir richtig so rumzuwuseln. Hat schon viele was von Wusel, muss man sagen. Also Siedler auch, das Siedler 1 ausmachte, kann man schon hier in der Demo schon einiges von sehen. Ja, also hat schon sehr viel davon. Mal gucken, was man. Ich freue mich schon auf die Early Access Version, wenn die endlich da ist, ne? Dann bin ich echt mal gespannt, was da noch. Ach, mal da. Da gehen sie essen. Ihr Proviant essen. Deswegen auch vier Tische, also mindestens vier Tische, wahrscheinlich noch mehr. Sollte man bauen. Wahrscheinlich auch eine Straßenanbindung, ne? Kann man auch mal kurz noch testen. Brauchen auch eine Straßenanbindung. Brauchen auch natürlich eine Straße mit den Wiesen. Können also nicht einfach über die Wiese praktisch gehen, ne, und dann, eine Straße. Also muss also so, muss eigentlich alles an eine Straße angeschlossen werden. Alles. Es gibt nichts, was nicht an eine Straße angeschlossen werden muss. Auch hier die Felder, das war glaube ich da auch, ne, oder? Ach nee, das braucht komischerweise nicht. Aber für eine Getreidefarm muss nicht eine angeschlossen werden. Moment, da will ich noch kurz mal testen. War hier, ne? Genau, das Farmland. Keine Straßenanbindung. Okay, wieso hat. Der will doch haben. Weil es da ja auch nicht. Keine Straßenbindung, komisch. Okay, Fallen brauchen wir doch nicht. Warum will denn hier. Komisch. Probiere ich hier nochmal eben aus. Weil das mir jetzt schon gerne wissen. Machen wir mal hier mitten rein, ist das egal. Gucken, ob das ist jetzt auch jetzt bepflanzen. Nicht ernstere, also, nee, hier, Nadel. Nee, hä? Farmland. Keine Straßenbindung nahe, ja, ist er hier. Gemüsefarm. Doch nicht. Was? Oder ist wieder in der Early Access dann wieder anders? Weil hier ist dann noch die Pfeile für die Straße. Bisschen komisch. Ich frage mal im Forum nach. Ja, möchte ich schon gerne solche Dinge wissen. Also ich kann mir auch alles so behalten. Naja. Okay, Leute, dann wissen wir erstmal Bescheid. Demo ist sehr gut, finde ich, ja, doch schon sehr gut. Man kann schon einiges testen, von durch wichtig, ne, welche Gebäude zusammengehören sollten wieder. Und auch die Größe der Gebäude. Ja, ist schon einiges wichtig, schon ganz gut, dass man das auch mal spielt, auch, aber. Deswegen verschiedene, viele Marktstände, die viele Waren, verschiedene Waren noch anbieten können. Okay, Leute, würde ich sagen, dann mache ich jetzt hier Schluss für heute. Dann sehen wir uns dann spätestens. Vielleicht mache ich noch eins, glaube ich aber nicht. Vielleicht mir anderen Länder mal angucken. Auf alle Fälle sehen wir uns auf alle Fälle spätestens beim Early Access Start von Pagans of Pagonia. Bis dahin, schön mit Öl.